Ja, hallo YouTube. Die Luisa Güllen. Ja, am Morgen war der Boden ganz leicht gefroren. Ein paar bessere, jetzt ist es am Auftauen. Das ist ja eigentlich gut, das will ich ja, damit die Jauche dann wirklich auch in den Boden gehen. Es ist sehr fest. Aber es gibt viel mehr. Eine Sauerei auf der Straße wieder einmal. Ja, ich habe da am Fend, das sind natürlich niegelnagelneue Nöse. Da hängt es an, wie verrückt. Ja, ich werde jetzt noch zwei, drei besser und dann werde ich wahrscheinlich Pause machen und dann wieder am Morgen. Ja. Weil am Morgen ist das ideal. Es gibt ganz sicher ganz häufig Schutz. Ja, ah, der Radio ist wieder am Laufen. Jawohl. Ja, heute, ich hatte noch Besuch. Lüftungstechnisch. Hungerbühler, Außendienstmitarbeiter, ist gekommen. Da am Schweinestall will ich die Lüftung optimieren. Weil im Sommer ist es einfach zu heiß und auch eine hohe Staubbelastung. Da möchte ich das noch ein bisschen verbessern. Aber ja, da werdet ihr laufend informiert. Jawohl. So. Jetzt da auf 2, da auf 45, Motordrehzahl speichern, Tappwelle starten, Schieber öffnen, und dann noch Speichertaste. Jetzt fahre ich da mit 3,7 Stundenkilometer. Circa 1200 Umdrehungen mit der 45er Zapfwelle. Ja. Wieder noch ohne Schleppschlauch, weil wie gesagt, in dieser Jahreszeit ist das nicht nötig. Die Jauche wären zwar im Moment auf den Allrad einschalten. Diese Gülle würde wahrscheinlich ohne Verstopfung funktionieren. Sonst habe ich da im Frühling immer ein bisschen Problem mit Verstopfung. Aber da ist jetzt geht alles Wasser vom Roboter und alles Waschwasser, Kälber, Eimer und Reinigungswasser geht alles da in diese Grube. Und darum ist jetzt eigentlich fast zu gut verdünnt. Darum ist es doppelt sinnlos, diese noch herumzupumpen. Am besten gleich aufs Feld. Meine Frau zuständig, die hat das morgen tränke ich da über und am Abend meine Frau. Hier kommt die Separationsmilch für die Kälber und Reinigungswasser kommt da hin. Was ist dieses Geräusch? Oh. Jetzt ist es aber finster. Ja, braucht euch noch Lichter. Oh, meine Handschuhe. Die vergesse ich immer, meine Handschuhe. Grausam. Hier. Wahrscheinlich zu wenig Halt. Dann muss ich sie wieder suchen gehen.
hier Reinigung läuft. Kurz vor Abschluss. 20 Minuten. Zwischen 23 und 25 Minuten dann müssen wir Zeit machen. Da noch ein bisschen der Arm. Brava wird die nächste sein, die gekalbte. Darum ist sie hier schon mal in der Abkalbbox. Jawohl. So, hier noch eine Strohbahn öffnen. Für morgen. Und so kriege ich mal meine Hand zu wenden. Ihr seht, mein Heustock ist schon recht viel kleiner geworden. Ja. Der alte Stock ist noch. Die jetzt noch voll, habe ich zwei Zangen, mehr nicht, aber das ist vielleicht ein Drittel vom Gesamten. Und da ist nicht mehr ein Drittel. Ja, mit eng. Schotte. Hier oben ist der Tank, hier ist die Pumpe und hier kommt das dann heraus. Das war die Schotte, für die, die es nicht verstanden haben. Und jetzt geht das Wetter mit Futter. Silo-Klappe geöffnet. Und jetzt kommt da Ausmachfutter. Hier. Ja, ich habe da gestern telefoniert. Ich sollte wieder ein Fass Säure haben bei Gelegenheit. Und heute ist es schon gekommen. Tipptopp. Ja, ich glaube, ich habe es im letzten Video erwähnt, wie das da. Ja. Jetzt ist ein neues Fass da. Jetzt wird das gleich angesotten. Jawohl. Thank you.
Nur noch einmal zum Erwähnen, dass die Nicht-Erfütterung, das ist nur aus Hygienegründen bei der Fütterung, damit da nicht Hefe gebildet werden kann, was die Schweine nicht schätzen, was kann zu Blähungen führen. Darum wird hier Säure eingespritzt, hier oben und hier nach dem Füttern. Hier wird das eingesprüht. Für 2 Sekunden, glaube ich, oder nicht einmal, wird kurz eingesprüht, damit es einen Nebel gibt in der Stande. Ja, aus Hygienegründen. Ne? Jetzt wird ausdosiert. Ventil 4. Beginnt es, 1, 2 und 3 ist im Moment leer. Kommen diese Woche noch Schweine. Von jetzt an. Jetzt fertig, jetzt geht es auf die 5. Bis auf 0. Dann auf die 6. Ihr seht ca. 35 Kilo, je nach Menge Schweine, die in der Bucht sind. Und Alter. Jawohl. Die mit den blauen Streifen werden die nächsten sein, die in den Schlachthof gehen. So, ich habe es mir gerade gemütlich gemacht, nicht beim Kaffee. So. Und jetzt Alarm Wassermangel. Jetzt werde ich die ausschalten und gehe in den anderen Keller. Von der anderen Seite vom Haus und werde dort
der Hahn öffnen, dass das Wasser von der anderen Pumpe kommt, vom Sodbrunnen. Ja. Hier. Hahn öffnen. Jetzt kommt vom Sodbrunnen. Ja. Ja, Vigo ist am Gülle pumpen und gleichzeitig habe ich da einen neuen Hahn in der Separation. Im alten Stall ist der wahrscheinlich gefroren. Und ja, man sieht ihn, den Schlitz fast nicht. Er ist halt ein bisschen hinausgespritzt, aber nur ganz fein. Und jetzt, ich sehe es wirklich nicht. Und jetzt montiere ich einen neuen, einen geschraubten. Das ist noch der Vorteil. Das war ein Kugelhahn mit Hebel. Und den haben sie auch ab und zu geöffnet. Und dann braucht das schon mehr, dass sie ihn öffnen. Ja. Und da noch Schlauchhalterung dran und dann wieder montieren. Aber das Problem ist jetzt noch, die Leitung ist nah an der Wand. Und jetzt muss ich da noch die Bride lösen, damit ich da überhaupt drehen kann. Ja. Hier die Bride gelöst. Jetzt habe ich da Platz. Hier ist schon letztes Jahr eingefroren. Dann haben wir da einen Stopfen gemacht. Ja, da ein bisschen eine kalte Recken halt. Weil nächste Woche meldet der kalt, aber vor allem Biese. Und da muss ich wieder noch ein bisschen Isolation montieren und eventuell da noch etwas aufhängen. Jawohl. So, funktioniert wieder. Tipptopp. So, das war der erste Forsteinsatz mit dem Vent. Ist also auch forsttauglich. Auch hier kommt die Wendigkeit, ist ein Vorteil. Jawohl. Zapfwelle, was sie immer läuft, wenn ich ab und hinunter und hinaufsteige und wieder, ja, das habe ich noch nicht ganz im Griff. Wenn ich hier, dann stellt es immer ab, wenn ich drauf gehe und dann wieder drauf, stellt es wieder ab und dann muss ich wieder hier drücken. Ja, das könnte man noch irgendwie, was immer läuft, muss ich noch mal im Buch nachlesen. So, das könnte ein bisschen ein langes Video geben. Ich habe da immer ein bisschen gefilmt diese Woche. Aber nie etwas zu geschnitten. Ja, ich bin da wieder einmal am Winterfest machen. Eine weitere Etappe. Hier Streifenvorhänge aufhängen. Aber das ist da nicht so richtig glücklich. Aber ja, das wusste ich, dass das ja nicht so ganz der Hit ist. Hier dieser Hebel, der schaut auch nach vorne. Ich hätte da etwas, aber ja, das ist noch schwierig zu treffen. So könnte man ja auch. Ja. Auf jeden Fall, jetzt habe ich alles vorbereitet. Jetzt habe ich Holzankerschrauben montiert hier. Das Holz hat der Vater mir zugeschnitten. Jetzt werde ich das so machen. Aber ja, es ist wie gesagt hier auch. Das stellt dann hier wahrscheinlich an. Dann wird es hier defekt werden mit den ja. Ja, ich werde die wahrscheinlich wirklich nur aufhängen, wenn es richtig kalt wird. Und nicht immer.
So, drei Öffnungen habe ich. Und die vierte habe ich keine Streifenvorhänge mehr. Hier habe ich schon von einer anderen Rolle schmalere dabei. Ja, es brauchte, sind mehr als 25 Meter von diesen drei Fenstern. Und aber meine Frau ist noch unterwegs, sie bringt mir eventuell, wenn sie irgendwo erwischt, noch einmal eine Rolle. Jawohl. So, jetzt ist schon 16:30 durch, glaube ich, Futter zustoßen und dann Kaffee trinken und dann geht's in den Stall. Ich wünsche euch einen schöne Abendsonne. Ein schönes Wochenende. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuschauen.